Ein Held. Das wart ihr einst. Ihr habt euch tapfer den Schatten gestellt und der Welt einen weiteren Sonnenaufgang erkauft mit eurem Leben. Doch das Böse gibt sich nicht so leicht geschlagen. Euer erlangter Sieg zerrinnt leicht zwischen den Fingern. Wieder senkt sich der Schatten des Todes über die Welt und hat dabei neue Streiter gefunden, um die endgültige Herrschaft zu erringen. Ritter der Finsternis, Herren über Runen des Todes und der Zerstörung, dem Willen des Lichtkönigs unterworfen. Dies ist die Stunde ihres Aufstiegs. Dies ist die Stunde eurer dunklen Wiedergeburt. Hallo, meine Damen und Herren, und willkommen zu Staffel 3 der Todesritter-Let's Play. Warum Staffel 3? Erstens, zumindest in dieser Staffel bin ich jetzt alleine. Zweitens, die erste Staffel war zusammen mit drin und die zweite Staffel war auf einem anderen Kanal, zusammen mit Pain. Einen Moment, ich muss kurz die Tür zumachen. Was ich sagen wollte ist, warum schon wieder ein Todesritter? Sprecht alles, was ich bin. Zorn, Grausamkeit, Rache verleihe ich euch, mein erwählter Ritter. Ich schenke euch Unsterblichkeit, auf das ihr ein neues, dunkles Zeitalter der Geißel einleitet. Seht die Länder unter uns. Der scharlachrote Kreuzzug will alles zunichte machen. Und die Kapelle des hoffnungsvollen Lichts stellt sich uns trotzend entgegen. Eine Schande für die Pestländer. Sie werden für ihre Frechheit zahlen. Ihr werdet zu meiner Vergeltung. Auf euren Schritt folgt die Verderbnis. Geht nun und folgt eurer Bestimmung, Todesritter. Gut, nachdem wir jetzt 3 Minuten vergeudet haben, indem wir Arthas zugehört haben, einem bereits toten Untoten, ja. Ich habe mir überlegt, warum nicht, noch eine Staffel machen, weil es gibt ja schon wieder so vieles Neues für die Death Knights und für die Klassen generell. Und da wir sowieso, da ich sowieso noch nie einen normalen Helden hochgespielt habe ohne accountgebundene Rüstung, wollte ich eigentlich einfach nur mal einen Typen hochleveln ohne irgendwie so eine Sache zu machen. Vielleicht werde ich das auch machen, weil es dann einfach nur einfach ist. Wer weiß, was habe ich jetzt gerade verzaubert? Gefallen Kreuzfahrers, was macht das? Die eine Chance besitzt euch, um 6% zu heilen und eure gesamte Stärke 5 Sekunden lang um 15% zu erhöhen. Ah ja. Ich höre zu, fürs Erste. Gut, nehmen wir die Quest, geben wir die Quest ab und nehmen die neue Quest an. Dann töten wir einen unwürdigen Initianten. So wie wir es kennen. Und gewissermaßen vermisse ich die Commentary von Pain-Rin. Beziehungsweise umgekehrt Rin-Pain, weil Rin zum ersten Mal dabei war. Und sowieso, es ist ein 5-jähriges Jubiläum im Oktober dann. Und ich finde, es hat eine eigene, ehrwürdige neue Season verdient. Uns hält niemand auf. Meldet euch beim Lichtkönig. Jetzt kommt meine Lieblingsquest nicht. Da ist eine Wargin. Da kämpft ein Trainer mit einem Warg zusammen. Vielleicht machen sie auch gerade ein Let's Play und lachen drüber, dass ich Irathion heiße. Um einfach einen Gleichgläubigen, The Gullible. Vor eurem Meister. Wir müssen jetzt einfach ein Auge nutzen. Der Text ist einfach nur bla bla bla. Hoch über dieser Plattform ist das Auge von Archeros, also das hier. Dort werdet ihr eine Sonde herberufen, das ist die hier.
mit der ihr dann die Befestigungsanlagen, da ist irgendwo da hinten, des Shadow-Roten Kreuzzugs bei Neu-Avalon analysieren könnt. Das ist das komplette Gebiet hier. Das Auge hat jede Menge Kräfte, welche die Beschaffung dieser Information einfach gestalten sollte. Analysiert mit Hilfe der magischen Kräfte des Auges die Schmiede, Wacht, Kapelle und das Rathaus. Die Kontrollmechanismen für das Auge befinden sich auf jeder Seite dieser Plattform. Verliert nun keine Zeit mehr, ihr dafür, was ich tue. Die Geißel wird diesen Ort einnehmen, der Lichtkönig befiehlt es. Ja. Der Lichtkönig sagt, dass es der Lichtkönig befehlt. Das ist doch irgendwie lustig. Wir werden von Kreuzfahrern beschossen. Das ist sehr cool, sehr lecker. Das Tollste ist, man kann hier überhaupt sehr viele Ghoul beschwören und den Dorfbewohnern. Die sind ja alle Level 52, aber die ganzen NSCs sind alle 54, also werden die Ghoul relativ schnell in den Wirbeln Nether zurückgebombt. Stimmt, der. Nee, wir haben. Oder? Haben wir in der ersten Season mit den neuen Charaktermodellen schon gespielt? Ich kann mich nicht daran erinnern. Aber egal, wir haben die Quest completed. Wir können beim Lichtkönig wieder abgeben. Alles Leben. Dann rennen wir fix runter zu Darion. Geben dort die Quest ab, haben dann neue Halskette. Und dann denke ich mal, wird es Zeit für einen Bodeneinsatz. Yay. Klatscht richtig in die Ohren. So, unsere nächste Quest ist die Schalrote Ernte, aber bevor wir das machen, würde ich sagen, wir machen das in der nächsten Episode, weil ich würde gern nicht die 10-Minuten-Marke überschreiten und wir haben bereits 8 Minuten und 30 Sekunden. Da lohnt es sich nicht mehr wirklich, eine neue Quest anzufangen und die gleich anzufangen. Also, ja, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Wenn es wieder heißt, Todesritter aufleveln, Todesritter freiquesten, Todesritter aufs Maximum Level spielen, etc. pp. Und es wird wahrscheinlich sehr viel off-camera passieren, wenn, sobald ich diesen Ritter aus Archeros raushole, also aus diesem Anfangsgebiet. Aber egal. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen für diese ersten Episode der dritten Season, Anführungszeichen Season. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch auch in oder höre oder wie auch immer. Ich hoffe, ihr seid auch wieder in der nächsten Episode dabei, wenn es heißt Todesritter spielen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. GG.